Hallo zurück zu What Remains of Edith Finch. Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Ja, Kontenance bewahren, ne? Kontenance bewahren. Any of it seems possible. Ne. Bis jetzt ist es noch relativ human. Die Leute haben sich einfach selber umgebracht. Also einfach Darwin Award war das bisher. Hier das mit der Schaukel. Das, wie sind die Kleine eigentlich umgekommen? Ist vom Baum gestürzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat sie Drogen genommen? Unser Onkelchen, der hatte hier mal gemeint, der müsste sich kurz mit dem Zug anlegen. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Eigentlich kein schickes Fahrrad. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Na. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Aha, Friedhof der Nuscheltiere. Ich nuscheliere. Three were mine, and two had been my fault. Chirpy, burpy, derpy, furpy, lurpy, zirpy. Oh Gott. Daisy, Lucy, Charlie, Coco, Zoe, Schatzi. Ist das übersetzt, oder? Bob. Da ist ein Schild umgefallen. Bailey. Ist das nicht irgendwie so Gerste oder sowas? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Na, ja, schön. Molly. 10 Jahre alt. Calvin. 11 Jahre. Sven, gut, der ist mit 59 ein bisschen älter geworden. Edie Finch. Ja gut, sie ist natürlich ein bisschen... Walter. Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Der in seinem Haus untergeht. She could see it poking out of the water at low tide. Ist das das... Hä, ist das alte Haus? Oder ist das Boot? Ah ja, wir... Ah, Fernglas. Licht. Kann ich das Mausrad drehen? Was muss ich jetzt machen? Ah, Edie said she dreamed about the old house every night. Jetzt würde ich hier lachen, wenn dein Geist auftauchen würde. Tja. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sehr. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Und das hat sie so ein bisschen in Wahnsinn getrieben, ne? 50. Relativ normale. Grabsteine. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday.
and find everything out for myself. Das sieht nicht sehr robust aus. Oh naja, ich meine, wir werden auch noch... Wir werden auch noch unseren... Ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das überleben werden, dieses Spiel. If she told me there was gonna be so much climbing. Na. Jetzt sind wir die Katze von vorher wieder. Wir können doch normal ins Haus reingehen. Doch anders gehen. Vor allem, was für eine, wie viel Zeit haben die gebraucht, um das alles zu bauen? Haben die nichts? I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ich wäre 22 Wochen schwanger nie gekommen. Hä? Wie? Oh. Ah. Ah. Vielleicht nie übers Glas. Ist immer so intelligent, ne? Naja. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ja, Feuerschale. Ach, für die Vögelchen ist ja nett. Also es ist natürlich eine doofe Frage, es ist eine sehr deutsche Frage wieder. Aber was haben die gearbeitet? They were both pretty intense. Wow. Sind das die... Waren das die Brüder oder was? Ja. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Sind das... Köchchen? Ach, das ist eine Funksprechanlage. Ja, da gehen wir auch gleich ran. Sam Finch. Warte mal. Ach, Kabel verhakelt. Das sind keine schönen Fotos. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Okay, kann ich da aus der Kamera mal raus? Oder muss ich hier ein Foto machen? Perfect. Ja. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. Das ist cool gemacht. Older than you are. Definitely should not have drunk all. Hey. That's a keeper. You're right, Dad. It's starting to clear up. Das war ja klar, dass wir das machen mussten. I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dad. Good eyes, Dawn. Oh. Before you take the shot, let me get a picture of you. Hey. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Boah, mit unserem... Great shot, Dawn. Boah, mit dem Klick von unserem... Ach, vom Foto mal. Oh je, und sie weint da oben.
I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Die ist damit nicht so glücklich. Was macht er jetzt? Hä? Ach, jetzt steuern wir ihn. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Oh Gott, du Scheiße. Oh, oh nee. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Alter. Boah, diese... Oh, das war jetzt echt unerwartet. Ah, ja, mach zu. Mach zu. Ey, das gibt's ja nicht. Ja, das ist ja echt mal arg. Boah, das ist ja nicht zu glauben. Alter. Das ist echt sehr weird hier. S. Finch, Sam Finch. Sind die ganzen Kameras, irgendwelche Hülsen, irgendwelche Auszeichnungen. Das ist mal krank. Gucken wir uns erst hier noch ein bisschen um. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Hat der... Nee, oder? Ich stopf doch nicht meine eigene Katze aus. Das gibt's doch nicht. Schöne Softbox. I see you. Ticket. Wo wollten wir hin? Okay, Finch, Fireweed, Orca Island. Das ist so der, das ist so ein typischer Screenshot von The Long Dark. Na gut. Gehen wir weiter. Hier rum. Meal ready to eat. MRE, sozusagen. Na gut. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Mayday, Mayday. Finch Control. Finch Control. Es sieht so geil aus mit dem Mond, ne? Gregory. Und schon wieder gespeichert. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.